Die taiwanesische Zentralbank hat den Leitzins auf 1,50% gesenkt. Dies zum dritten Mal in Folge. Taiwan senkte den Referenzzins für das dritte Quartal in Folge, da der Exporteinbruch keine Anzeichen einer Erholung aufweist, was den Arbeitsmarkt deutlich belastet. Wie fast alle von Reuters und die meisten von Bloomberg befragten Analysten prognostiziert hatten, entschied sich die Zentralbank für eine Senkung um 12,5 Basispunkte. Es dürfte kein Zufall sein, dass die Bank wiederum agierte, dass sich die taiwanesische Wirtschaft zum dritten Quartal in Folge auf Schrumpfkurs befindet. Woods Chen von der Taichung Bank in Taipei reagierte auf die jüngste Ratensenkung wie folgt. Die Zinssenkungen werden immer weniger wirksam, sind aber trotzdem erforderlich. Das Ziel ist, die Kreditzinsen nach unten zu drücken und den Taiwan-Dollar zu schwächen oder zumindest seine Aufwertung einzuschränken. Taiwans Währung hat in diesem Jahr 1% zugelegt, viel mehr als die Währung seines wichtigsten Exportwettbewerbers Südkorea. Die aufwertende Währung und die steigende Arbeitslosenquote haben die Zentralbank dazu veranlasst, den Zins noch einmal zu senken. Jun Zhu, HSBC, bezeichnet die Jugendbeschäftigung als hartnäckig hoch und weist auf einen erheblichen Abschwung im Arbeitsmarkt hin. Garrett Leder von Capital Economics bringt es auf den Punkt. Im Hinblick auf die hinkende Wirtschaft und den äußerst niedrigen Inflationsdruck ist die heutige Entscheidung der taiwanesischen Zentralbank, die Zinsen in der dritten Sitzung in Folge zu senken, keine Überraschung. Das war die heutige Presseschau mit mir, Sam Meredith. Schauen Sie für weitere Updates bei Dukaskop TV wieder vorbei. Auf Wiedersehen. Bye for now.